Dschungelcamp-Kandidat Harald Glöckler sieht ganz anders aus, als man ihn in Erinnerung hatte. Erklärt auf Modeguru Harald Glöckler, 56, hat schon den ein oder anderen Schönheitsdock an sich rangelassen, doch hinter seinem Beauty-Wahn steckt eine ausgeklügelte Strategie. Dschungelcamp, Harald Glöckler, die ungeschminkte Wahrheit. Schon jetzt gilt Modeschöpfer Harald als TV-Liebling von Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Denn er präsentiert sich so authentisch wie möglich, zumindest von seinen inneren Werten. Sicherlich sind einigen von euch auch Veränderungen an seinem Aussehen aufgefallen, die schwarze oder zuletzt blondierte Haarpracht fehlt. Gerade bei den schwülen Temperaturen im Dschungel Afrikas können die Haare zu einer richtigen Last werden. Glöckler hat vorgesorgt und sich die einfach abrasiert. Stattdessen schmückt jetzt eine Tätowierung, die Haaren ähneln soll. Seinen Kopf. Smart. Er schwört zudem auf permanent Make-up. Ich bin auch geschminkt, wenn ich ungeschminkt bin, erklärt der 56-Jährige. Vor seinem Einzug ins Dschungelcamp traf er vielerlei Vorkehrungen, um sich zumindest um sein Erscheinungsbild im TV keine Gedanken machen zu müssen. Für diverse Dschungelprüfungen, wie das Verspeisen eines Kudelpenises, ist sich der ehemalige Let's Dance-Juror zumindest nicht zu schade und dafür lieben ihn seine Fans. Dschungelcamp. Warum ist Harald Glöckler blau im Gesicht? Das fragen sich wohl auch viele ZuschauerInnen, denn Haralds blau unterlaufenen Wangenknochen springen einem sofort ins Auge. Eine mögliche Erklärung dafür liefert eine Twitter-Userin. Vermutung, warum Glöckler so blau im Gesicht ist, der Tindol-Effekt ist das Auftreten einer bläulichen Verfärbung an Injektionsstellen von Hautfillern. Dies geschieht, weil Licht von Partikeln im Filler reflektiert wird. Zu viel Volumen, zu oberflächlich injiziert.